Servus liebe Kochbegeisterte und liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Peter von Peters Kochwelt. Ich habe jetzt ganz viele Fragen gestellt bekommen. Peter, wie funktioniert der gelbe Schwamm, den du da auf dein Krabbenlachs gelegt hast? Und ich habe mir gedacht, okay, dann mache ich halt ein Video drüber und zeige euch, wie das funktioniert. Ich stehe euch Rede und Antwort und erkläre euch nebenbei, warum ich diese Easy-Flasche dazu brauche und wie ich die dabei verwende. Also schaut es euch an, viel Spaß und bei Fragen schreibt es mir einfach. Wir brauchen etwas Eiweiß, gelbe Lebensmittelfarbe, Mehl, Zucker, eine Zitrone und ein bisschen Eigelb. Die genaue Rezeptur gibt es wie immer am Ende. Als erstes müssen wir alle Zutaten bis auf die Zitrone miteinander vermixen. Schön aufmixen das Ganze und in eine Easy-Flasche einfüllen. Deckel drauf und zwei CO2-Kapseln einfüllen. Danach brauchen wir zwei Pappbecher und wichtig ist, dass wir dabei zwei Löcher unten am Boden einstechen. Wir befüllen die Pappbecher bis zur Hälfte mit der Masse und garen das Ganze eine Minute in der Mikrowelle. Danach lassen wir sie auskühlen und dabei ist zu beachten, dass wir sie umgedreht auf einem Rost auskühlen lassen für 10 Minuten. Danach können wir sie mit einem Messer aus die Pappbecher schneiden. Jetzt müssen wir den Schwamm vorsichtig zerreißen. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr nur mit den Fingerspitzen anreißt und den Schwamm nicht zerdrückt, damit er seine Struktur nicht verliert. Dann halbiert ihr euch eine Zitrone, drückt den Saft aus, gebt ihn über den Schwamm und schaut, dass der Saft komplett vom Schwamm aufgesaugt wird. Und so könnt ihr zum Beispiel den Zitronenschwamm für verschiedene Gerichte verwenden. Wie beispielsweise ich für meinen Krabbenlachs. Und jetzt viel Spaß und gutes Gelingen!